Einen guten Abend. Sie haben den richtigen Knopf auf Ihrer Fernbedienung gedrückt. Hier sind die Allgäu-TV-Nachrichten am Mittwoch. Wir haben wieder jede Menge vor heute, deshalb fangen wir auch gleich an. Denn das sind unsere Themen heute. Wie waren die Pfingstferien? Erste kurze Tourismusbilanz. Natur haut nah. Kinder entdecken Leben in der Wertach. Und die Wirtin packt an. Hüttenalltag auf dem Breitenberg. Im Tourismusland Allgäu kann man immer eine Bilanz ziehen. Zum Quartal, zum Halbjahr, zur Wintersaison, zum Ende des Sommers. Und es ist ja auch wichtig für Gemeinden, Landkreise oder auch Gastgeber, welcher Jahresabschnitt sich unter welchen Bedingungen wie entwickelt hat. Jetzt sind gerade die Pfingstferien zu Ende gegangen und das bei bestem Wetter. Und da muss Bilanz ziehen doch richtig Spaß gemacht haben. Ob dem so ist, wissen Fanol Kutschi und Luca Moosbrugger. Immer mehr Menschen zieht es in der Urlaubszeit ins Allgäu. Erste Einschätzungen zeigen, dass auch die diesjährige Pfingstzeit für die verschiedenen Gemeinden sehr gut lief. Vor allem das gute Wetter war dieses Jahr ausschlaggebend, sagt Simone Zehnpfennig, Pressesprecherin der für die Tourismuszahlen zuständigen Allgäu GmbH. Die Pfingstferien liefen ganz gut, dadurch, dass wir hier im Allgäu schönes Wetter hatten und die ganzen Angebote auch vorgehalten werden. Man kann wandern, man kann radeln. Wir haben die guten Hotels und die Pfingstferien verliefen laut Aussagen der Orte recht gut. Die Besucher zog es vor allem in die Berge, wo sie anfangs sogar noch Skifahren konnten. Mit der Eröffnung der Berghütten dann kamen auch Bergsteiger oder Wanderer auf ihre Kosten. Ja, die Hütten haben ja schon aufgemacht gehabt. Das war eigentlich so ein fließender Übergang oder ein abrupter Übergang vom Skifahren zum Wandern, zum Radeln. Und die Hütten haben ja viele dann am Pfingsten aufgemacht und die waren gut besucht, wenn man da selber in den Bergen unterwegs war. Also die Alpwirtschaft lief gut. Die ersten Prognosen deuten also auf eine gute bis sehr gute Tourismusentwicklung hin. Die ersten konkreten Zahlen werden aber erst in 6 Wochen zugänglich sein. Bereits jetzt klar ist jedoch, dass Orte wie Schwangau und Eumittelberg eine höhere Auslastung verzeichnen können als im Vorjahr. Das sind natürlich so große Orte wie Oberstdorf vermeldet zum Beispiel sehr gute Zahlen, wobei das sind alles momentan Einschätzungen. Es gibt noch keine definitive Auswertungen, weil die Pfingstferien gerade vorüber sind, die Meldescheine alle noch eingegeben werden müssen, aber die Einschätzungen sind sehr gut. Das bestätigt auch Horst Graf, Tourismusdirektor in Oberstdorf. Er geht derzeit von einem Plus von 3-5% aus. Wir sind insgesamt sehr zufrieden. Zum einen, das Wetter hat uns wirklich mit viel Sonnenschein beschert. Die Leute waren sehr gut drauf. Die Campingplätze waren voll, die Ferienwohnungen waren voll, die Hotels waren ebenfalls sehr glücklich. Also wir sind zufrieden und ich hoffe, dass die Gäste auch auf eine schöne Pfingstsaison zurückblicken können. Vor allem spontane Buchungen kämen immer öfter. Betreiber von Ferienwohnungen und Outdoor-Aktivitäten begrüßen diesen Trend natürlich, da der auch mehr Touristen und mehr Besucher bedeutet. Wir merken es alle, wir entscheiden immer kurzfristiger, wo wir hingehen und vor allem wir entscheiden aber auch immer, dass wir immer kürzer bleiben. Das heißt, wir haben deutlich mehr Fluss, aber es kommen mehr Gäste und da sind wir sehr froh drum. Auch auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft haben sich die Gemeinden vorbereitet. Sie wollen den Besuchern neben Bergen und Seen auch schöne Fußballabende im Freien bescheren. Wir haben Public Viewing. Wir haben eine riesen Leinwand aufgebaut mit einer sehr hohen Strahlkraft. Das heißt, auch wenn die Sonne direkt drauf scheint, man kann die Spieler und den Ball natürlich bestens erkennen. Wir freuen uns auf die Weltmeisterschaft. In 2 Wochen geht's los und wir hoffen auf eine volle Hütte bei bestem Wetter. Für das weitere Jahr geht man ebenfalls von einer positiven Entwicklung aus. So sind bis Herbst schon viele der Ferienwohnungen und Hotels ausgebucht. Bleibt für die Beteiligten nur noch zu hoffen, dass das Wetter weiterhin so schön bleibt. Gestern hat ein Mann in der Rückenlehne einer Sitzbank auf dem Mindelheimer Marienplatz eine Pfeilspitze aus Metall entdeckt. Die Polizei konnte die Schussrichtung eindeutig feststellen und kam dabei auf eine gegenüberliegende Wohnung. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die dazugehörende Armbrust. Der Besitzer der Waffe, ein 33-jähriger Mindelheimer, steht jetzt unter dringendem Tatverdacht. Gegen den Unterallgäu Wilhelm Tell wird jetzt ermittelt. Und gleich nach der Werbung noch mehr Nachrichten aus der Region. Bleiben Sie dran. Bis gleich.
Unser Allgäu. Unser Allgäu. Das neue Monatsmagazin über alles, was unser Allgäu so besonders macht. Jeden Monat zu einem aktuellen Thema. Rund um Heimat, Tradition, Brauchtum und Mundart. Unser Allgäu. Unser Allgäu. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Ich bin Doreen, 29 Jahre alt und habe seit meinem dritten Lebensjahr Rheuma. Für mich gehört das Rheuma immer schon dazu. Irgendwas tut immer weh. Die Musik und vor allem das Singen ist für mich wirklich das Größte. Dann gibt's für mich kein Rheuma. Unsere Energie bringt vieles in Bewegung. CO2-neutral und nachhaltig. Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner für Heizöl, Pellets, Erdgas, Strom, Kraft- und Schmierstoffe. Wenn es um Energie geht, bringen wir Licht ins Dunkel. Fragen Sie uns. Kessler. Energie für das Allgäu. Gut geht's uns schon. Uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier. Unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Freiflug 2018. Am Samstag, den 9. Juni, heißt es ab 18 Uhr, chillen und genießen beim Streetfoodmarkt. Staunen beim facettenreichen Programm, zum Beispiel bei der Crossover-Show mit spektakulärer Lightshow. Musikacts und Jumps mit dem Dirtbike. Anschließend abfeiern und abtanzen bei dem Aftershow-Konzert der Band Freeborn Brothers. Cool, ultimativ und verrückt. Die Freiflug-Ära 2018. Und jetzt die Kurznachrichten am Mittwoch. Im Prozess am Landgericht Kempten um die getötete Frau in Weißensberg ist der 35-jährige Tatverdächtige jetzt wegen Mordes, Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vom Gericht wurde außerdem anschließende Sicherheitsverwahrung angeordnet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Juni letzten Jahres die Nachbarin seiner Ex-Freundin vergewaltigte. Um seine Tat zu vertuschen, trug er die noch lebende Frau in deren Wohnung, legte sie in die Badewanne und ertränkte sie. Da er schon wegen Vergewaltigung vorbestraft war, ordnete das Landgericht die Sicherungsverwahrung nach der Haftstrafe an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann Revision beim Bundesgerichtshof einlegen. Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Montag leblos auf einer Straße bei Bolsterlang gefunden worden. Eine 48-Jährige fand den Mann zwischen Dietrichs und Untermühleck und versuchte, ihn wiederzubeleben. Der Rettungsdienst schaffte es, den Mann zu reanimieren und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei geht aktuell von einem Herzinfarkt aus. Entscheidung noch diese Woche. Experten werden wohl noch diese Woche entscheiden, wann der Forkensee wieder aufgestaut wird. Momentan liegt der See wegen der Dammsanierung trocken. Seit April laufen Erkundungsbohrungen und Abdichtungsmaßnahmen am Staudamm. Das Wasser hatte über die Jahre lauter kleine Hohlräume, auch Klüften genannt, ausgespült. Bei den Bohrungen wurden viele dieser Stellen mit Zement wieder abgedichtet. Experten des Kraftwerkbetreibers Uniper, externe Fachleute und Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes müssen nun untersuchen, ob der Damm dicht ist und der See wieder aufgestaut werden kann. Ein Mann aus dem Raum Lindau wurde wegen Untreue vom Lindauer Amtsgericht zu 1 Jahr und 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte sich jahrelang um eine ältere Frau aus der Nachbarschaft gekümmert, damit sie nicht in ein Pflegeheim muss. Die Frau übertrug ihm im Laufe der Zeit sogar eine Bankvollmacht. Diese nutzte der Mann aus und hob insgesamt 94.000 Euro ab.
Herausgekommen war der Betrug nach dem Tod der Frau, als sich deren Söhne um den Nachlass kümmerten. Der Angeklagte hat mittlerweile die volle Summe zurückerstattet. In Memmingen konnte die Polizei jetzt eine Diebstahlserie in Elektromärkten aufklären. Bei einer Verkehrskontrolle Mitte April ging den Beamten der Dieb ins Netz. Im Auto eines 28-jährigen Polen fand die Polizei 3 Dutzend Gegenstände, die hauptsächlich aus Elektromärkten gestohlen wurden. Dem jungen Mann wurden insgesamt 4 Diebstähle nachgewiesen. Der Angeklagte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Sachschaden beträgt 4.000 Euro. Planungen für Ski-WM gehen weiter. Der Umbau von Skisprung- und Langlaufstadion beschäftigt weiterhin die Oberstdorfer. In der Gemeinderatssitzung morgen Abend stehen unter anderem die Kosten, der Terminplan, die Planungen und die Bauherrschaft auf der Tagesordnung. Außerdem fordern die Grünen jetzt, dass der Zuschuss des Landkreises Oberallgäu für die nordische Ski-WM 2021 gedeckt werden soll. Das ist die Reaktion darauf, dass der Gemeinderat Oberstdorf die örtliche Zuschusshöhe auf maximal 4 Millionen Euro beschränkt hat. Thomas Gehring, Kreisrat und Landtagsabgeordneter, sagte, dass es den Grünen darum ginge, die Baumaßnahmen auf notwendige und sinnvolle Lösungen zu beschränken. Auf der A7 bei Memmingen werden ab Montag Verkehrsbehinderungen erwartet. Grund dafür ist die Sanierung der Illerbrücke Egelsee. Das teilt jetzt die Autobahndirektion Südbayern mit. Auf der A7 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Bergheim wird es sich deshalb von Montag bis einschließlich Freitag, den 6. Juli, vermehrt stauen. Die Brücke musste schon im Februar teilweise gesperrt werden, weil eine sogenannte Übergangskonstruktion gebrochen war. Die Stahlschiene befindet sich zwischen der Fahrbahn und dem Betonbauwerk und gleicht Bewegungen, zum Beispiel durch Temperaturschwankungen, aus. 1.300 Wildschweine geschossen. In der Jagdsaison 2017-18 sind im Landkreis Unterallgäu rund 1.300 Wildschweine geschossen worden. So viele wie noch nie und knapp doppelt so viele wie im Vorjahr. Landrat Hans-Joachim Weirather spricht dabei von einem Jagderfolg. Die Schwarzwildpopulation wäre besonders im Süden des Landkreises zum Problem geworden. Inwiefern die Jagdoffensive mit der Angst vieler Landwirte vor der Schweinepest zusammenhängt, ist nicht bekannt. Wie berichtet, war die Angst groß, dass von der afrikanischen Schweinepest befallene Wildschweine die Tiere in den großen Unterallgäuer Schweinezuchtbetrieben anstecken könnten. Vor Beginn der Allgäuer Festwoche am 11. August haben die Veranstalter erneut die Projektwoche Kultur im Residenzhof organisiert. Dabei werden überwiegend Allgäuer Künstler und Bands vom 3. bis zum 7. August auftreten. Das Projekt wurde bereits im letzten Jahr getestet. Das große Interesse hat die Veranstalter nun dazu veranlasst, das Programm zu erweitern. Die Allgäuer Festwoche findet heuer vom 11. bis zum 19. August statt. Längere Sommerpause gewährt. Der Allgäuer Fußballregionalligist FC Memmingen darf in der kommenden Spielzeit eine Woche später anfangen. Das hat der Bayerische Fußballverband jetzt den Allgäuern und der Spielvereinigung Bayreuth gewährt. Grund dafür ist, dass beide Mannschaften aufgrund der Relegationspartien eine verlängerte Saison und damit weniger Vorbereitungszeit als der Rest des Feldes hatten. Somit startet die Saison in der Regionalliga Bayern für den FC Memmingen erst am 21. Juli. Ja, und nach den Wetterkapriolen der letzten Tage ist es heute verhältnismäßig ruhig geblieben. Wie hier am Bachtelweiher in Kempten gab es nur wenig Regen und etwas Gedonner ab und zu. Über den Tag verteilt war es aber meistens schön und einer hat sich sogar ins Wasser getraut. Ja, ob Sie das auch können oder ob das Wasser eher von oben kommt, das sehen Sie jetzt im Wetterbericht. Nachts ist es im gesamten Allgäu bewölkt bei bis zu 16 Grad. Im Ost- und Westallgäu kann es vereinzelt zu leichtem Regen kommen. Morgen sollten Sie Ihren Regenschirm nicht vergessen. Es regnet leicht im West- und Oberallgäu. Im Ost- und Unterallgäu sind auch stärkere Schauer dabei. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 22 Grad. Am Nachmittag bleibt das Wetter größtenteils unverändert. Nun wird es auch im West- und Oberallgäu mehr regnen. Die Temperaturen sind recht stabil bei bis zu 24 Grad. Morgen ist eher ein schlechter Tag zum Wandern. Die Höchsttemperatur von 20 Grad wird auf dem Gründen erreicht. Aber auch hier wird es wie in den gesamten Allgäuer Bergen regnen. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt.
Am Freitag gibt es ein wenig Regen und viele Wolken bei Werten bis zu 21 Grad. Am Samstag kommt ab und zu die Sonne raus, aber es wird trotzdem nass. Der schönste Tag des Wochenendes ist der Sonntag. Da erwarten uns bis zu 25 Grad und ein Sonne-Wolken-Mix. Köcherfliege, Steinfliege, Eintagsfliege. Nicht gerade die Tiere, die man zuerst im oder am Wasser suchen würde. Trotzdem hat sich heute eine Schulklasse an der Wertach in Thalhofen im Ostallgäu unter anderem auf die Suche nach diesen Insekten gemacht. Denn ihre Larven leben im Wasser. Die Kinder konnten sie unter anderem unter dem Mikroskop beobachten und fotografieren. Warum und in welchem Rahmen dieser Projekttag überhaupt stattgefunden hat, haben Luisa Hamelbeck und Jonas Strobel herausgefunden. Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher? Das wollte heute eine vierte Klasse der Grundschule Thalhofen herausfinden. Hier an der Wertach sammelten sie Insekten und andere kleine Lebewesen. Grund dafür ist ein Angebot des Bund Naturschutz Naturerlebniszentrum Allgäu. Es nennt sich Umweltmobil und soll Kindern die Natur zum Anfassen nahebringen. Also die Kinder, die wollen heute hier das Wasser erleben. Die Aktionen sind ja Naturerlebnis, also wirklich zu erfahren, was sich im Wasser bewegt, was sie sehen können. Es sind jetzt die Akteure vom Netz, vom Bund Naturschutz im Umweltmobil, sind erfahrene Umweltpädagogen, die jetzt den Kindern dann auch alles erklären können, die Fragen beantworten können. Das Projekt läuft schon seit einigen Jahren. Bereits 2017 hat der Landkreis Ostallgäu das Projekt mit einem finanziellen Zuschuss unterstützt. In diesem Jahr wurde beschlossen, einen jährlichen Zuschuss zu leisten. Mindestens 80 Veranstaltungen sollen nun jedes Jahr mit Schulen und Kindergärten im Ostallgäu stattfinden. Die Themen sind Expeditionen in heimische Lebensräume, blühendes Allgäu, Landart, ökologischer Fußabdruck und Natur im Winter. Also bei uns ist es natürlich so, wir haben einen reichhaltigen Lebensraum im Landkreis Ostallgäu, den wir auch erhalten wollen. Und deswegen unterstützen wir im Bildungsbereich Initiativen, wo unsere Zukunft, unsere Kinder, unsere Schüler diese Natur, die Umwelt kennenlernen, auch den Stellenwert entsprechend, die Biologie und für später geprägt werden, was alles bei uns so keucht und fleucht. Wieso ist es denn so wichtig, dass den Kindern die Natur erlebbar gemacht wird? Nachdem wir auch eine Bildungsregion sind, gehört auch die Umweltbildung, die Naturbildung mit dazu, weil man kann nicht früh genug starten. Die Kinder von heute sind ja unsere Bürgerinnen und Bürger von morgen, und wenn da ein gewisses Bewusstsein für die Natur da ist, dann ist das eine gute Sache, und insofern unterstützt der Landkreis dieses Projekt gerne. Umweltbildung wird immer wichtiger. In den Familien wird diese Naturerfahrung zum Teil weniger gelebt. Und die Kinder werden nur das schützen, was sie kennen. Und deswegen sind Umweltbildungsmaßnahmen, Naturerlebnis ganz, ganz wichtige Sachen. Und was sagen die Kinder zu dem Projekt? Haben sie etwas gelernt und hatten sie auch Spaß dabei? Was habt ihr hier denn heute gemacht? Wir haben in der Wertach haben wir nach Lebewesen gesucht, sie dann gefangen und in einem Buch geschaut, welche Art es ist. Und dann haben wir unter einem Mikroskop sie nochmal genauer angeschaut. Also wir haben die Qualität von der Wertach bestimmt und wir haben verschiedene Tiere gefangen, und anhand von denen kann man die Qualität dann bestimmen. Fandest du es denn interessant? Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht, weil das war sehr lustig, wenn man jetzt da rumgefischt hat und man das dann rausgeholt hat und dann zwischen den Steinen gesucht hat. Und einmal hat eine große Steinfliege den zwei Schüler angegriffen, und die sind dann fast in die Wertach gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch ein erlebnisreicher Tag. Ich fand's cool, weil man eben auch sehr viel ausprobieren dürfte, und wir haben dann eben auch so Bücher bekommen, und die Ausrüstung wurde einem eben gestellt, dass man nicht alles mitnehmen musste. Und war das das erste Mal, dass du sowas in der Natur gemacht hast? Mein zweites Mal, weil einmal war ich schon mit meinem Vater
auf einer Taschenmesserreise. Also da haben wir so mit Taschenmessern und so gearbeitet, weil ich halt eins bekommen habe. Also du bist gerne in der Natur? Ja. Man sieht also, der heutige Projekttag war ein voller Erfolg. Die Kinder haben einiges dazugelernt und hatten offenbar auch viel Spaß dabei. Umweltbildung, eine wichtige Sache. Ja, und anschließend wurden die Tiere natürlich alle wieder freigelassen. Und jetzt ein völlig anderes Thema. Im Juli vergangenen Jahres ist das geänderte Waffengesetz in Kraft getreten. Darin ist auch die straffreie Rückgabe von illegalen Waffen geregelt. Das, mit der Betonung auf straffrei, funktioniert jetzt noch genau einen Monat lang. Wer also illegale Waffen besitzt oder auch erlaubte Waffen, aber nicht berechtigt ist, diese zu besitzen, hat jetzt noch bis zum 6. Juli Zeit, die Waffen bei der Polizei abzugeben. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann erfahren Sie, wie die Brotzeit auf die Hütte kommt. Bis gleich. Also das Allgäu bedeutet für mich Heimatverbundenheit. Ich bin da groß geworden, ich kenne die ganzen Traditionen des Allgäus rund um die kirchlichen Feiertage oder die ganzen Bräuche. Und da spielt für mich das Alphorn ganz eine wichtige Rolle, weil wir viele Wochenenden unterwegs sind auf Bergmessen, auf verschiedenen Veranstaltungen wie das Alphornbläsertreffen alljährlich. Und das bedeutet für mich Heimat. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Danke sagen. Danke, danke. Überraschen. Wertschätzen. Mit dem alkoholfreien Edelweißbier vom Allgäuer Brauhaus. Egal ob Firma oder Verein, wir kommen vorbei. Wer hat Ihrer Meinung nach eine ordentliche Überraschung verdient? Zusammen anpacken. Zusammen anstoßen. Jetzt bewerben auf rsa-radio.de. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Ein Besuch in der Praxis von Frauenarzt Dr. Müttler in Kaufbeuren. Hier findet gerade ein Nachsorgegespräch statt. Und so wie er sich um Mutter und Kind nach der Geburt kümmert, kümmert er sich auch um das ungeborene Kind während der Schwangerschaft. Dazu gehört biochemische Fehlbildungsdiagnostik und auch Ultraschall-Fehlbildungsdiagnostik. Das bedeutet, wir gucken genauso mit Ultraschall am Anfang der Schwangerschaft und in der gesamten Schwangerschaft, ob das Kind okay ist. Und da haben wir natürlich viele, viele Möglichkeiten. Zu diesen Möglichkeiten gehören unter anderem Ultraschalluntersuchungen in 3D und sogar bewegt in 4D. Wenn ich ein Organscreening mache oder Feindiagnostik in der ersten Trimester-Screening mit der Nackenfaltenmessung, kann man das Kind natürlich dreidimensional live drehen und gucken, ob zum Beispiel Rücken okay ist, ne, und ob alles stimmt. Ja, weil manche Fälle kann man nicht zweidimensional sehen. Ebenfalls ein wichtiges Thema in der Praxis, Familienplanung. Wir machen natürlich Kinderwunschdiagnostik und wir machen auch operative Kinderwunschbehandlung, was natürlich die Operation betrifft. Wir kümmern uns auch für Verhütung nach wie vor und auch für Kinderwunsch- und Familienplanung. Seine Erfahrung, sein Wissen und sein Umgang mit seinen Patientinnen sind es, warum Dr. Müttler seit so vielen Jahren so erfolgreich ist. Gerade jetzt, wo es so warm ist, geht es vielen Wanderern in den Allgäuer Bergen ähnlich. Hat man den Gipfel erstmal erreicht, freut man sich auf ein kühles, erfrischendes Getränk und eine Brotzeit. Ein kleiner Luxus, wenn man seine Brotzeit nicht selbst den Berg raufschleppen muss, denn dafür gibt es viele bewirtete Hütten. Aber auch für die Hüttenwirte ist es ein ziemlicher Aufwand, die Lebensmittel auf den Berg zu bekommen. Meine Kollegen Jonas Strobel und Theresia Keck über den Alltag der Hüttenwirte am Beispiel der Ostlerhütte auf dem Breitenberg bei Pfronten. Der Breitenberg ist ein 1838 Meter hoher Berg im Ostallgäu und gehört zum bayerischen Teil der Tannheimer Berge. Auf seinem Gipfel befindet sich eine Hütte, in der die Wanderer einkehren können und von hier aus den Blick in die Berge,
und ins Tal genießen können. Andrea Heiligensetzer ist seit knapp 2,5 Jahren Hüttenwirtin auf dem Breitenberg. Sie ist hier also sozusagen organisierendes Element, bedient, kocht, backt und ist den ganzen Tag auf den Beinen. Jonas hilft ihr gerade ein bisschen beim Kuchenbacken. Das langt mal. Du musst erst ein bisschen verrieren. Das ist jetzt der Vorteig. Im Winter ist es ganz praktisch mit dem Hefeteig. Da kann man am Kachelofen gehen lassen. Mhm. Und jetzt stellt man dann einfach dann auf die Geschirrspülmaschine. Da ist auch ein warmer Ort. Echt? Ja, genau. Man muss einfach mal flexibel sein. Du musst immer flexibel sein. So. So, Jonas, jetzt stellen wir das auf. Die ist besetzt, das muss ich jetzt runter tun. Mal weg. Einfach daneben? Genau, ja. Das ist jetzt ein warmer Ort, da können wir es noch aufstellen. Gut. Dann decken wir es noch zu. Wir können den jetzt hier gehen und wir können den Käsekocher weitermachen. Aber jetzt hätte ich nur eine Frage. Und zwar, du bist ja eine Frau. Ja, sieht man ja. Ich hoffe. Das ist ja voll die Frauenpower dann hier. Wenn du jetzt eine Hüttenwirtin bist, so oft gibt es das jetzt nicht, oder? Nee, es gibt es nicht so oft. Es gibt immer wieder mal, ganz klar, eine Hüttenwirtin, aber nicht so oft. Und das ist immer ganz witzig. Unsere Gäste gehen eigentlich davon aus, dass Hüttenwirt einfach ein Mann ist und dass ein gestandenes Mannsbild ist. Und jetzt kann ich, ja, zarte Frau. Mhm. Und wenn jetzt die da raufkommen und der Christoph ist da draußen oder der Christian, die bedienen, und oder der Max oder so, dann gehen die immer zu dem auch und sagen, ah, das und das und das. Und dann sagen die, ja, da müssen wir erst die Chefin fragen. Dann sind sie immer ganz erstaunt. Und auch abends ist dann immer das Thema, wenn dann Hüttenruhe um 10 Uhr, das wird auch jetzt so gern angenommen. Und wenn ich dann nachgehe und sage, dann war es am Anfang schon ein bisschen schwierig. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und dass ich mich da auch durchsetze. Und hat man dann einen anderen Ton irgendwann mal mitbekommen? Also selber? Muss man das selber lernen, ja, dass man sich da mehr durchsetzen muss? Ist oder sich durchsetzen muss, aber du musst dann immer abwägen. Du darfst halt auch zu burschikos rüberkommen. Mhm. Und das ist immer schwierig. Und man hat auch jeden Tag den gleichen Tag. Einmal ist man einfach besser drauf, da nimmt man das lockerer und andersmal, da ärgert es dich. Und gerade auch das, dass man als Frau jetzt nicht als Hüttenwirtin aussieht. Ich mache das Gleiche, wie meine männlichen Kollegen auch machen. Ich fahre mit dem Quad, ich schleppe das ganze Einkaufszeug, ich schleppe genauso die Pelletsäcke und ist alles harte Arbeit. Und ja, da kriegst du ein breites Kreuz und das hast du dann irgendwann auch mal. Ja, genau. Auf dem Breitenberg ist also Frauenpower angesagt. Natürlich mit Unterstützung. In Andreas Fall von Familie und Freunden, die Teil der Familie geworden sind. Wie der restliche Alltag auf so einer Hütte in 1838 Meter Höhe so aussieht, wer sich zum Beispiel um die Zimmer kümmert und wie die Lebensmittel eigentlich auf den Berg rauf und der Müll wieder runterkommen, das sehen Sie in einer neuen Folge von Unser Allgäu. Ja, und die sehen Sie heute Abend zum ersten Mal um 20.30 Uhr hier bei Allgäu TV und natürlich in unserer Mediathek im Internet unter allgäu.tv. Ja, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder reinschauen. Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss und auf Wiedersehen. Es war natürlich der Beruf, der mich hier ins Allgäu verschlagen hat, aber das ging eigentlich ziemlich zeitgleich, dass ich gemerkt habe, dass es nicht nur der Beruf ist, der mich hierher zieht, sondern die Menschen, die Landschaft, das Essen, ja, die zentrale Lage zum Mittelmeer. Also man muss im Kleinen, im Detail das sehen. Das Allgäu ist einfach toll, wie gesagt, von Menschen und Landschaft, und im Großen ist die Lage hier ganz super. Also ich finde das Allgäu fantastisch. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu.